So, Leute, im heutigen Video werden wir uns über zwei bestimmte Charts unterhalten, die in diesem Moment von ziemlich großer Bedeutung sind. Dieser hier zum Beispiel war in früheren Zyklen immer in der Lage, die Böden für Bitcoin rauszusuchen. Und genau deshalb will ich euch heute erklären, wie ihr euch diesen Chart zunutze machen könnt, um möglicherweise den Boden für Bitcoin zu finden. Wir unterhalten uns über die kurzfristigen Bitcoin-Freis, über den langfristigen und noch viel, viel mehr. Und damit willkommen zurück, meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke. So, dann würde ich sagen, lasst uns auch direkt mal auf dem 4-Stunden-Chart anfangen, denn das, was man jetzt sehen kann, ist genau das, worüber wir auch die ganzen letzten Tage gesprochen haben. Ich habe euch gesagt, dass wir hier, ja, so eine Art Bear Flag bilden oder ein Bearish Pen und wo man nach unten geht, dann eine Konsolidierung stattfindet und normalerweise habe ich gesagt, dass das zu einem weiteren Rückgang führt. Das hier ist jetzt natürlich das Gleiche, nur andersrum. Wenn wir bei Bitcoin in einer bullischen Phase sind, dann sehen wir in der Regel auch einen schönen großen Pump nach oben, dann sehen wir eine Konsolidierung und in der Regel führt das Ganze dann zu einem weiteren Anstieg für Bitcoin. So sieht also die Situation in diesem Moment auf dem 4-Stunden-Chart aus. Nachdem wir von dieser kleinen bärischen Flagge oder von dem Bearish Pendant nach unten durchgebrochen sind, da haben wir einen weiteren Drop gehabt. Wir sind bis zur zweiten orangenen Box nach unten durchgedroppt. Wir haben da Unterstützung gefunden, wirklich genau am Rand der orangenen Box. Diese Kerze hat versucht durchzubrechen, hat es nicht geschafft, aber diese definitiv. Und ja, bis jetzt soweit so gut auf dem 4-Stunden-Chart. Das Schlechte ist natürlich, dass wir unter der orangenen Box sind, unter der roten Linie. Aber fürs Erste gibt es ein paar Sachen, die ich unbedingt noch einmal mit euch besprechen möchte, wenn es, ja, um die breitere Skala die Situation kommt. Bevor wir allerdings darüber sprechen, möchte ich euch nochmal den Lux-Algorithmus zeigen, weil ich habe jetzt mittlerweile wieder schon so viele Kommentare zum Lux-Algorithmus bekommen und so sieht der momentan aus. Lasst mich den kurz einschalten, also hier... Der Lux-Algorithmus hat uns natürlich gesagt, dass wir hier bei 42.000 Dollar aussteigen sollen. Und ja, ich, ich würde jetzt nicht unbedingt hier aussteigen, weil wir eben in diese orangene Box gehen. Wir wissen nicht, wie, also ihr wisst, dass ich nicht gerne direkt bei einer Unterstützung aussteige. Aber sobald wir dann wirklich darunter gebrochen sind, war das natürlich ein guter Trade, den man machen konnte? Das waren 10% als kurzer Trade. Und ich halte euch natürlich weiter auf dem Laufenden, falls wir ein Kaufsignal beim Lux-Algorithmus bekommen. Außerdem, falls ihr den Lux-Algorithmus auch selber verwenden möchtet, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit, den Lux-Algorithmus mit einem echt richtig fetten Rabatt zu bekommen, wenn ihr meinen Link unten in der Videobeschreibung benutzt. Aber keine Angst, ihr müsst den euch nicht kaufen. Ich werde natürlich auch weiterhin auf diesem Kanal über alles Weitere berichten. Deshalb, falls ihr erfahren möchtet, was abgeht, einfach den kanal abonnieren und auch die glocke aktivieren. okay jetzt würde ich sagen lasst uns auch mal weitermachen und zwar mit dem weekly chart. Denn gestern war ja Sonntag. Das bedeutet, wir haben unsere Wochenkerze geschlossen. Und wenn wir schauen, wie wir geschlossen haben, dann war das direkt unter diesem großen Widerstand. Unter dieser roten Widerstandslinie, die sich mittlerweile einfach als zu großer Widerstand für uns erwiesen hat. Wir müssen mal schauen, wohin uns dieser Kanal noch bringen kann. Bei all dem Drama auf der Welt, da kann sich das in jede Richtung entwickeln. Wir müssen das Ganze einfach beobachten. Und erinnert euch daran, dass inmitten all dieser kurzfristigen Kurzbewegungen nach links, rechts, oben oder eher oben, und unten da gibt es eine größere sache, auf die man achten muss, und das ist das allerallerwichtigste, wenn es darum geht, wie man wirklich richtig, richtige, wahnsinnige mengen an geld verdienen kann. falls ihr mein video von gestern nicht gesehen habt, dann solltet ihr das unbedingt nachholen. und jetzt lasst uns mal darüber sprechen, wie man potenziell einen boden für bitcoin erkennen kann. das ding ist, was wir im moment sehen können, das ist der realisierte gewinn und verlust von bitcoin. im grunde genommen, was uns das zeigt, das ist die anzahl der Coins, die mit einem Gewinn oder mit einem Verlust verkauft werden, und das sind alles On-Chain-Daten. Es gibt also überhaupt keine Möglichkeit, das Ganze zu manipulieren oder ja On-Chain-Daten zum Lügen zu bringen. All das hat On-Chain stattgefunden. Es ist alles transparent und das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich habe hier ein Moving Average und im Allgemeinen, wie ich gesagt habe, was man braucht, um zu erkennen oder wenn man sehen möchte, wo der Boden sein könnte. Immer wenn man eine riesige Volumenkerze sieht, dann bedeutet das in der, Regel, in der Regel, dass wir zumindest mal in der Nähe von einem Boden sind. Wenn man jetzt also hier so eine massive rote Kerze hat, mit massivem Volumen, ist das auf jeden Fall etwas, worauf man achten sollte. Eine weitere Sache ist, wenn man ganz viele Leute sieht, die an einem massiven Verlust verkaufen. Denn ihr müsst mal darüber nachdenken, wenn die Leute in einem massiven Verlust verkaufen, dann all die Leute, die einfach das Handtuch werfen und sagen, ich verkaufe alle meine Bitcoin, ich habe keinen Bock mehr auf Krypto, ich will nie wieder irgendwas mit Bitcoin zu tun haben, ich nehme die Verluste hin und ich bin weg hier. Das ist der ultimative Tiefpunkt, denn dann bleiben ja nur noch die Leute übrig, die... Die Bitcoin niemals verkaufen werden, die ihre Bitcoin auf jeden Fall behalten werden. Wenn man also all die Leute loswird, die an einem massiven Verlust verkaufen, dann bleiben einfach nur noch Inhaber übrig, die Bitcoin nicht verkaufen werden. Was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Bitcoin wieder nach oben gehen wird. Das wird hier mit den roten und grünen Linien dargestellt, die hier beim lokalen Tiefpunkt bei 7.500 sind. Im Jahr 2018 gab es einen Höhepunkt bei den bei den Verlustverkäufen, wie man hier unten sehen kann. Da haben wir einen massiven Anstieg bei den Verlustverkäufen gesehen. Okay, das haben wir jetzt schon mal. Dann lasst uns mal weitermachen. Wir haben einen ähnlichen Spike beim Boden bei 3000 Dollar gesehen, und zwar 2018. Da hatten wir einen massiven Verkaufsdruck, und ja, wir sind zu einem ziemlich niedrigen Preis gekommen, was bedeutet, dass die Leute an einem Verlust verkaufen. Und dann sind wir wieder nach oben gegangen. Wir haben einen weiteren Spike hier in diesem Chart. Auch hier, ja. Da hat es sich um... Um den Virusabsturz gehandelt, da hatten wir eine massive Menge an Bitcoin, die mit Verlust verkauft wurden. Man kann jetzt also ziemlich einfach ein Muster erkennen, das immer dann auftritt, wenn übermäßig viele Verkäufe mit Verlust stattfinden, was in der Regel bedeutet, dass wir am Boden oder zumindest in der Nähe des Bodens sind. Okay, und jetzt lasst uns mal weitermachen zum Bullenmarkt von 2021. Was man hier sehen kann, ist, dass am Mai, also am 23. Mai, da haben wir massive Mengen an Bitcoin gehabt, die mit Verlust verkauft wurden. Das war als Bitcoin bei rund 35.000 Dollar gelegen hat. Das war jetzt nicht der absolute Boden. Bitcoin ist danach noch einmal, also nachdem die Leute einen massiven Verlust verkauft haben, ist Bitcoin ein bisschen hochgegangen und dann sind wir noch mal zu diesem Level zurück und hatten einen Lower Low gemacht. Aber das spielt ja jetzt eigentlich auch gar keine große Rolle. Da war Bitcoin bei 35.000 Dollar und das, der endgültige Tiefpunkt lag immer noch in der Nähe von 30.000 Dollar. Also, obwohl wir klar und ein bisschen weiter nach unten gegangen sind, war das jetzt nicht wesentlich weiter. Wenn man hier oben gekauft hätte, dann wäre das immer noch eigentlich ein echt guter Trade gewesen. Und danach gab es einen weiteren Drop. Wir haben weitere Mengen an Bitcoin gehabt, die mit einem massiven Verlust bei, bei 30.000 Dollar verkauft wurden. Und danach sind wir nach oben gegangen und zwar zu einem Allzeithoch von 69.000 Dollar oder nicht. Also man sieht schon. Wenn man Bitcoin kauft, also wenn man sieht, dass wirklich massive Mengen an Bitcoin in einem Verlust verkauft werden an dieser Chart mit diesen roten Spikes, dann ist das allgemein eine gute Kaufgelegenheit. Denn jedes Mal, wenn man bei diesen Spitzen gekauft hätte, jedes Mal, dann ist der Bitcoinpreis kurzfristig und langfristig danach gestiegen. Was können wir jetzt also noch hier sehen? Und zwar der aktuelle Abwärtstrend am 24. Januar. Da sind wir bis auf 36.000 Dollar gegangen. Und auch hier können wir sehen, dass Bitcoin wieder mit Verlust verkauft wurden, also viele Bitcoin. Auch das gibt mir jetzt wieder mehr Zuversicht. Und Leute, ich werde euch natürlich diesbezüglich auf dem Laufenden halten. Immer wenn wir einen Spike on-Chain sehen, wenn Bitcoin mit echt vielen Verlusten verkauft wird, dann werde ich der Erste sein, der euch zeigt, dass das unfassbar wichtig ist, darauf zu achten. Im Gegensatz dazu, auch eine ziemlich interessante Sache, das ist die Menge an Bitcoin, die mit massivem Gewinnverkauf führt. In der Regel sieht man das bei Allzeithochs und normalerweise auch von Wahlen. Wir, wir wissen, wir haben die Wale verfolgt, wir haben gesehen, dass sie im Allgemeinen bei Allzeithochs, also da neigen die Wale dazu, die größten Beträge, die größten Mengen an Bitcoin bei diesen Leveln zu verkaufen und dann einfach massive Gewinne mitzunehmen. Eine weitere Sache, die ich euch zeigen möchte, das ist der Drawdown, den wir momentan haben, denn wie ihr wisst, Bitcoin korreliert ja momentan mit dem Aktienmarkt. Der Aktienmarkt geht runter, Bitcoin geht runter, also Krypto geht runter. Der Drawdown, in dem wir uns momentan befinden, der liegt gerade bei rund, ich würde sagen, das sollten rund 17 Prozent sein vom Allzeithoch. Und wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass es noch weiter nach unten gehen wird? Einige Leute erwarten einen 50 Prozentigen Rückgang des Aktienmarktes. Und wie wahrscheinlich ist das, dass das überhaupt passiert? Wir hatten jetzt schon ein paar Mal in der Geschichte einen Rückgang von, also was ist das, 35 oder 38, 37 Prozent. Ein paar Mal davon, ein paar Mal gab es sowas in der Geschichte und zwar von 1928 bis zu den heutigen Daten. Und was man jetzt sehen kann, ist, wir haben nicht viele davon gehabt. Wir befinden uns also jetzt gerade irgendwo zwischen minus 15 und minus 18. Und ja, wenn ihr jetzt wirklich erwartet, dass wir insgesamt einen Rückgang von 50% gegenüber den Allzeithoch haben, was ja insgesamt gerade mal 1, 2, 3, 4 mal, 4 mal in 100 Jahren passiert ist. Also ich persönlich würde jetzt nicht unbedingt mein ganzes Haus darauf verwetten, dass das passiert. Wir reden hier über Wahrscheinlichkeiten, denn inmitten all des Fats, inmitten all der Leute in den sozialen Medien, die euch erzählen, dass wir nach unten wie ein Stein fallen werden, dass das Ende nah ist, da haben wir immer noch dieses Ding auf der linken Seite, was die Beträge der allgemeinen Drawdowns sind und wie viel sie im Allgemeinen nach unten gegangen sind. Die überwiegende Mehrheit aller Drawdowns, die bleibt bei rund 3, 4, 5, vielleicht sogar 10 Prozent. Und wisst ihr, 20 Prozent, das ist sogar eigentlich eine ziemlich seltene Gelegenheit. 1, 2, 3, 4 Mal. Und im Übrigen 20% ist alles unter dieser grauen Linie hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 Mal in 100 Jahren sind wir im Grunde genommen von einem Allzeithoch um 20% gesunken. Ich weiß Leute, wenn man aus dem Kryptomarkt kommt, dann klingt das erst einmal echt ein bisschen seltsam, dass wir nicht mehr diese Drawdowns gehabt haben am Aktienmarkt. Aber offensichtlich ist das so gewesen. Deshalb egal was momentan für FAT ist, Lasst euch nicht aus euren Assets rausscheuchen, denn mit der Zeit werden die nach oben gehen. Und gerade jetzt, wo die Fed wieder alles tun wird, um eben massive Einbrüche aus politischen Gründen oder was auch immer zu verhindern. Wir können nämlich sehen, die meisten dieser Rückgänge, dieser Drawdowns, die liegen eben unter 20%. Minus 20% ist hellblau, was bedeutet, dass sie zwischen 1928 bis 1980 stattgefunden haben. Also eigentlich eine relativ lange Zeit her. Und die meisten dieser blauen oder sogar grünen, die fanden zwischen 1980 und 2006 statt. Ich meine, in der näheren Umgebung gab es im Grunde genommen gerade mal zwei davon. Einmal der hier, wo wir um ungefähr 35% Prozent gesunken sind und dann noch einmal der hier, wo wir um 55% Prozent gesunken sind. Also gerade mal zweimal in den letzten 20 Jahren. Und genau deshalb bin ich auch der Meinung, dass man sich nicht aus den Assets rausscheuchen lassen sollte. Und außerdem, falls ihr auch traden möchtet, dann könnt ihr bis zu 3500 Dollar als Trading-Bonus auf Femex bekommen. Einfach über meine Links in der Videobeschreibung anmelden aber bitte nur falls ihr erfahrene Trader seid und damit sind wir dann noch schon am Ende des Videos angelangt Wie immer freue ich mich natürlich tierisch darüber wenn ihr liked wenn ihr kommentiert das Video mit euren Freunden teilt und wenn ihr uns auch in unserem deutschen Telegram Channel besuchen kommt den link findet ihr auch in der Videobeschreibung. In diesem Sinne vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns dann im nächsten Video.